Willkommen zurück zu Silent Hill 4, The Room. Ja, The Room, den kann man gerade mal wieder richtig genießen. Mit einer Kerze haben wir tatsächlich drei Spuks wegbekommen. Das war wunderprächtig. Wir haben uns noch gar nicht den Deckenventilator angeguckt, weshalb der runtergekracht ist. Ja klar, wegen einem Spuk, aber okay, Henry will anscheinend eh nichts dazu sagen. Okay, ja, das müssen wir jetzt förmlich mal genießen. Die Katze scheint ja auch weg zu sein. Es ist wirklich alles erloschen. Wunderbar, da können wir auch mal wieder hier gucken, ob sich irgendwas getan hat. Nee, nichts Neues. Und drüben bei Robbie wird auch nichts Spannendes sein. Okay, ich habe natürlich wieder eure Kommentare gelesen und mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen, die wir probieren könnten. Zum einen werde ich jetzt Aileens Waffe wegnehmen, weil wenn sie keine Waffe mehr hat, dann wird sie, weil hoffentlich ja nicht zuschlagen oder bei den Gegnern verharren, so wie es mich das letzte Mal so genervt hat, sondern eher versuchen, mir nachzurennen. Ich wollte sowieso nicht, dass sie sich groß im Kampf einmischt und das wäre echt super, wenn sie sich dann einfach defensiver verhalten würde. Ach Mist, kann ich das jetzt hier nicht? Ah ja klar, macht Sinn, ne, wenn sie es gerade ausgerüstet hat und nicht hier ist. Das kann ich hier nicht verwenden, ja, ich kann sie jetzt aber auch nicht ausziehen, ne. Ach, das macht natürlich Sinn. Ach, wie ärgerlich. Okay, dann probieren wir das nächste Mal. Das nächste Mal, wenn ich wieder rausgehe, dann versuche ich hier das mal abzunehmen. Dann habe ich mir gedacht, ich werde jetzt noch... Ah ja, gut, da habe ich noch einen heiligen Medaillon. Genau, das werde ich nämlich gleich ausrüsten und benutzen, weil wir ja laut euren Kommentaren nochmal dahin müssen, wo die vielen Geister waren, Richtung... da, wo der kleine Junge war. Da müsste es noch was geben. Anderen Hinweis habe ich nicht von euch bekommen. Also hoffe ich sehr, dass dieser Welcher nun stimmen wird. Denn ansonsten habe ich keine Ahnung, was ich noch machen könnte. Denn wir waren überall. Wir haben noch nicht die Möglichkeit, diese Körperteile ausfindig zu machen. Da fehlt uns noch etwas. Schauen wir mal. So, Aileen, also es genießt seine Waffe, es ist das letzte Mal... Ich könnte es ja jetzt schon abnehmen, genau, wenn wir zu den ollen Geistern kommen. So, jetzt hat sie nichts und ich bin mal gespannt, ob sie jetzt brav bei mir bleibt. Es würde natürlich nur Sinn machen, wenn sie das tut. So, wir müssen nochmal komplett darüber. Oder nochmal Richtung zum kleinen Jungen. Da nochmal ganz genau schauen, ob wir da was übersehen haben. Der kleine Junge wird jetzt natürlich nicht mehr da sein, ist klar. Aber das macht ja auch nichts. Und ich könnte eigentlich jetzt schon das Medaillon ausrüsten. Einfach damit die Geister uns mehr in Ruhe lassen. Ich hoffe, das zeigt seine Wirkung dann. Na gut, was heißt in Ruhe lassen? Wir kriegen halt keinen Schaden mehr, ne? Aber das ist ja schon mal viel wert, finde ich. So, jetzt rechts halten zum Rauskommen. Hier kommen ja auch nochmal welche, meine ich. Ah ja, da kommt diese Melodie, also was heißt Melodie, dieser Sound hier. Wir bekommen keinen Schaden. Oh Gott, ey. Ja, das scheint ja gut zu funktionieren. Jetzt muss nur noch Aileen herkommen. Komm, Aileen, 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 Aileen. Okay, das war gut. Sie hat jetzt auch keine Anzeichen gemacht, dass sie gegen die Geister kämpfen wollte. Mit was auch? Mit ihrem Gipsarm? Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn ich ihr keine Waffe gebe, weil es dann einfach... Ich habe zumindest den Eindruck, dass... oh shit, da kommt der nächste Geist. Komm, Aileen, komm. Dass sie da ein bisschen mehr nachlauft und nicht einfach so stehen bleibt, kurz vor dem Gegner. Und ja, ansonsten bin ich jetzt auch mal gespannt, wie lang... Sorry, ich habe... ich weiß nicht, was los ist. Ich habe irgendwie so ein Dauerkloß im Hals. Wie lang das Medaillon jetzt anhält. Unter normalen Umständen. Bin ich auch mal gespannt. Ein Raum hat es schon mal ganz gut gemacht. Bei dem Spuk hat es... im Zimmer war es nicht so wirkungsvoll. Es geht zwar, wurde auch geschrieben, es geht zwar, aber es dauert halt.
Und das Medaillon zerbricht halt mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie wir auch gesehen haben. So. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns dann bald mal um die Körperteile kümmern können, damit wir hier raus aus der Hölle kommen. Das hat auch irgendwas mit diesem Brunnen zu tun. Habe ich gelesen. Wo bin ich denn? Was mache ich denn? Ja, ist ja auch zu viel verlangt, über den Zaun zu steigen, ich weiß. Na komm. So, und da sind wir schon wieder beim Wishhaus. Und hier ist unser Ziel. Ja, bei den Geistern haben wir auch was übersehen. Da soll irgendwo so eine Spitzhacke liegen. Ich habe eigentlich gesagt überhaupt keinen Bock, mir die zu holen. Ich werde es eh nicht benutzen. Zu hoher Wahrscheinlichkeit. Naja, mal schauen. Vielleicht jetzt, wo wir eh geschützt sind, könnte ich es schnell holen, wenn ich es zufällig sehe. So, und da wirkt auch schon unser Medaillon. Ich hoffe es... Ach ja, gut. Dagegen wird die Rohre verwendet. Rohre verwendet. Ali, komm bitte. Da ist die Spitzhacke. Ich nehme mir die mal eben schnell. Jedes Mal, wenn ich sie anziehe, gruselt es mich mehr. Hä? Die Spitzhacke? Nehmen Sie die Spitzhacke? Ja. Ich hab gerade den Dialog nicht verstanden. Sie haben die Spitzhacke der Verzweiflung. Okay, vielleicht ist die doch wichtig. Normale aber es dient als Waffe. Normale Spitzhacke von einer Baustelle. Auf dem Stiel, Stiel steht Verzweiflung sehr wirkungsvoll. Ich glaube, die hatte ich noch nie gehabt. Die. Hey! Das darfst du nicht! Ich hab Medaillon! Ah! Aileen! Kommst du bitte? Aileen? Oh Gott, die ist nie im Leben bei mir, oder? Doch, doch. Oh Gott sei Dank, sie ist da. Okay, das war unangenehm. Ich muss mir mal diese Spitzhacke genauer angucken. Zeig mal, wie die funktioniert. Oh, ganz schön träge, mein Freund. Ganz schön träge. Aufgeladen. Was auch ziemlich lang dauert. Oh Gott, da hatte ich aber... oh Gott, da hatte ich aber gerade Glück, dass ich Ali nicht getroffen habe bei so einem Rundumschlag. Ich weiß nicht, das ist mir viel zu träge. Schaut mal. Boah, also da kann es ja meinetwegen wirkungsvoll sein, aber das... Nee. Mache ich hier lieber einen auf den da. Das geht viel schneller. Okay, wir gucken jetzt nochmal hier. Angeblich haben wir irgendwas verpasst. Ich hoffe, das war jetzt nicht umsonst. Ja. Kannst nicht entziffern. Das haben wir schon mal gelesen, oder, Aileen? Wenn du noch so drauf schaut. Da haben wir doch angefangen mit der Leserei. Ich habe echt das Gefühl, dass ich irgendwo eine Schaufel oder sowas bräuchte. Dann hat mich doch jetzt bestimmt nicht umsonst hier hingelotst. Der Oberkörper fehlt. War es irgendeine Göttin oder so? Göttin. Toluca-See. Na toll, Leute, hier ist nichts. Jemand hat eine seltsame Nachricht eingeritzt. Here goes. October 21st. Sunday is the day I leave the round cell to read the book. I read very well today. If I can do a good job reading the 21 sacraments for the descent of the Holy Mother, I can meet my mother. The important lady told me that, but tomorrow I'm going to the round cell again. Ja, das hilft uns jetzt aber nicht wirklich weiter. Mensch, hier kann man aber auch schlecht was einsehen mit dem Nebel. Heilige Flamme. Da steht etwas auf der Kerze. Heilige Flamme. Okay. Was hat das zu bedeuten? Ja, hier vielleicht noch. Aileen, haben wir das gelesen? Anscheinend. Sie liest nichts doppelt. Ja toll, hier ist nichts. Ich wurde aber mehrfach hier hingelotst. Oder ist die Spitzhacke doch wichtiger, als ich denke?
Aber wenn das, wenn sie als Waffe dasteht. Aline, geh mal in, nimm mal einen Sicherheitsabstand, bitte. Vielleicht diesen seltsamen Stein, der da hinten war. Den mal mit der Spitzhacke bearbeiten. Ich weiß ja nicht. Ach, Aline. Ach, Mann, Aline. Was kommst du denn auch so nah? Du weißt doch, dass ich hier mit einer gefährlichen Waffe rumhantiere. Problem sind nicht die Monster, Problem bin nur ich hier. Aber Aline. Ne, also ich finde hier nichts. Wunderschön, aber aus irgendeinem Grund gruselt es mich auch. Der Toluca sehen Silent Hill. Ja. Ne, also ich kann hier noch so oft hin und her latschen. Ich finde dadurch nichts Neues. Dann werden wir wohl wieder zurück müssen. Ah, toll. Der Kater hat ja auch nichts eingezeichnet, ne? Halt, vielleicht müssen wir zurück zum Friedhof. Irgendjemand hat auch was mit dem Friedhof geschrieben. Vielleicht habe ich da was übersehen. Ja, das sollten wir tun. Aber am See ist nix. Das war eine Niete. So. Boah, man kann kaum was erkennen. Das ist zu sehr gekrieselt, finde ich. Shit, und ich bin. Oh nein. Ich bin hier in eine Sackgasse gerannt. Es geht beiden nicht gut. Oh. Aber das Amulett hält echt lange. Das ist erfreulich. Wie lange das hält. Ich habe Angst, noch was zu übersehen, aber mit den Geistern kann man sich halt so blöd umgucken. Aline, komm. Zerbricht gleich, mein Medaillon zerbricht gleich, aber man kann nicht behaupten. Fuck, es ist nicht da. Komm jetzt her. Man kann nicht behaupten, dass die nur kurz halten. Also ich bin. Aline? Oh, komm schon! Ja, jetzt werde ich ihr bald eine Kerze geben müssen. Sie ist halt nicht. Doch, jetzt ist sie da. Oh, Mensch, Aline. Sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Ja, hier ist ja zu dunkel. Da kann ich noch nichts machen, ne? Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück zum Friedhof. Ich hoffe, da ist was. Und ja, also ich muss schon sagen, die Heiligenmedaillons halten wirklich lange. Wir waren ja jetzt wirklich extrem den Geistern ausgeliefert. Und auch gleich so vielen. Normalerweise sind wir ja noch kürzer bei denen. Somit hält es noch länger. Vielleicht habe ich hier was übersehen. Ja, das mysteriöse Kinderspielzeug. Nee. Sonst sehe ich hier aber nichts rumliegen. Gut, dann nochmal zum Friedhof. Haben wir das schon gelesen, Eileen? Ja, ruh dich erstmal aus. So. Der Weg dahin ist auch nicht so weit. Ich hoffe, Walter kommt da nicht vorbei. Aber wenn da jetzt im Friedhof nichts ist, dann habe ich keinen einzigen Hinweis mehr. Weder meines Wissens noch von euren Tipps her. Bin ich dann total ahnungslos, wie wir weiterkommen. Also es fehlt uns definitiv noch was, um überhaupt diese Dinge zu finden. So eine Art Taschenlampe oder sowas. Irgendwie, dass ich diese Brunnen zum Beispiel gucken kann. Es scheinen nämlich wirklich vier Brunnen zu sein. So, jetzt gucken wir hier nochmal genau. Kann doch nicht wahr sein. Hier muss doch jetzt irgendwo. Aber da habe ich auch alles schon gecheckt. Also das Spiel macht es uns heute nicht. Obwohl, hier könnte so ein Dingens sein, wo ich mein rotes Teil reinstecken könnte. Hast du das schon gelesen? Ja, hat sie. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Grabstein, wo ich sowas, Oh. Ja, wenigstens zwei auf einem Streich, wenn es schon so lange dauert. Ja, ab ins Loch.
Hier wurde ein Grab ausgehoben. Auf dem Boden des Sargs stehen die Zahlen 11, ja, beziehungsweise 11, 12, 1. Aber das bringt uns ja jetzt nichts, ne? Nicht wirklich. Mal genau umschauen. Vielleicht ist hier irgendwas zum Einsetzen. Da liegen Sachen auf der anderen Seite des Zauns verstreut. Ob sie von dort aus fortgeworfen wurden? Nee, es steht nur das geschrieben, das habe ich mir schon mal angeguckt. Was ist damit? Das haben wir bestimmt auch schon gelesen. Here goes. Oh. October 3rd. I played with Bob again. I went even further this time. The writing fades out after that. Na toll. Haben wir jetzt nicht viel erfahren. Oh nein, wir scheinen echt schon wieder zu hängen. Sei denn, ich finde hier in den letzten Ecken noch was. Da steht etwas auf der Kerze, heilige Flamme. Es ist eine Fackel. Ja! Nehmen Sie die Fackel. Ja! Ausrüstungsgegenstand. Die Spitze kann an Feuer entzündet werden, um die Dunkelheit zu erhellen. Taucht man sie in Öl, brennt die Fackel länger. Haben wir irgendwo Öl gesehen? Ja, vielleicht in diesem einen... Ja, da gab es diese Fässer. Aber egal. Super. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die dunklen... Oh, shit! Oh, shit! Warte. Muss hier gerade das Ding anzünden. Ah! Ah! Hör auf! Der tötet mich. Aline, komm! Oh, da kommt der Walter angeschissen, ey. Ich glaub's nicht. Boah, ich muss was nehmen. Das wird mir zu eng. Solange ich hier stehe, dürfte er nicht kommen. Ich hab ja hier noch... Aline, du bist da, oder? Ja, sie ist da. So, ich muss mich beeilen. Ihr habt ja gelesen, die Fackel brennt nicht lange. Du hast nicht zufällig die... Na, natürlich hat er die nicht eingezeichnet, aber hier irgendwo war ein Brunnen. Ich glaube, der war ganz in der Nähe. Ist nur nicht, Oh nein, da kommt schon wieder Walter. Der kommt jetzt nur noch die ganze Zeit. Da, lass uns schnell gucken. Ist dieser Kopf blickt in diese Richtung. Was? Untersuchen? Ja. Oh mein Gott, die Fackel wollte gerade ausgehen. Habt ihr das gesehen? Sie haben den Puppenkopf. So, und jetzt nichts wie weg. Oh shit, ich werde sowieso nochmal ins Zimmer gehen müssen, wenn ich das ganze Gedöns sammeln muss. Oh mein Gott. Komm, Aline, komm, er kommt. Oh, Aline. Wir müssen uns beeilen. Jetzt geht's los. Jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, die Brunnen zu untersuchen. Jetzt legt er los, der Drecksack. So. Gibt er uns wahrscheinlich keine ruhige Sekunde mehr. Puppenkopf, ja. Kann noch zwei Gegner... Nee, ich kann nur noch einen Gegenstand sammeln. Ach, Mist. So viel Blödsinn einfach dabei habe ich jedes Mal. Können wir eh gleich nochmal zurückgehen. Okay, es gab da drüben noch heilige Fackeln. Ach, da bin ich aber nicht hin. Wo gab's noch Licht? Diese sonderbaren Kerzen. Ich habe mir das jetzt natürlich nicht gemerkt, wo die waren, weil die... So unscheinbar. Er kommt. Er kommt. Zum Glück lässt er sich ein bisschen Zeit. So, aber ich glaube nicht, dass er hier im Haus kommt, oder? Beim Wishhaus. Gibt's hier vielleicht Kerzen? Das wäre nämlich super. Wenn es in der Mitte Kerzen gäbe. Aber ich fürchte, das sieht mau aus. Hier gibt es nur normale Lampen. Beim Wischhaus selbst gibt es auch nichts. Wartet mal, kann ich den Kopf vielleicht einsetzen? Dann muss ich vielleicht nicht die ganze Zeit immer schon zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich das einsetzen muss, aber ich glaube schon. Wenn ich das alles schon abgeben kann quasi. Muss doch schon gehen, hm? Ja, sie haben den Puppenkopf angebracht. Sehr gut. Oh Mann. Das kann ja jetzt lustig werden. Also, nee, die Dinger werden halt nicht eingezeichnet. Ich weiß, dass da oben welche waren. Aber immer wieder an diesem Geisterlager vorbei. Das ist ja auch ätzend.
Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, da wo die zwei großen Steine sind, dass da vielleicht auch solche Fackeln waren. Das werden wir jetzt mal überprüfen. Laufe ich richtig? Ja. Und dann können wir auch gleich nach dem Brunnen Ausschau halten. Da war bestimmt auch einer irgendwo. Aline, kommst du? Ich bin hier wieder zu schnell. Oder sie ist hinter dem Zaun. Wo bist du denn? Ach da. Okay. Dann ist so viel, wenn du außen rum rennst, Aline. Garantiert kommt Walda auch gleich wieder. Der weiß, was wir vorhaben. Der will uns aufhalten. So. Hier ist der Brunnen. Und es wäre echt toll, wenn hier kein Walter kommen würde. Bis jetzt kommt er nicht. Könnte ich nämlich den Brunnen in aller Ruhe machen. So, hier sind die Fackeln. Sehr gut. Das ist ja kein Problem. Diesmal. Ah ja, ist ja noch ausgerüstet, das heißt, mache ich das wie vorhin. Ne? So, Fackel anzünden, jawohl. Und gleich weiter. Ich weiß gar nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn man rennt, ob das schlecht für die Fackel ist. Weiß ich gar nicht. Aber egal, das Stück schaffen wir so oder so. So, ich kann den linken Arm sehen. Untersuchen, jo. Sie haben den linken Arm der Puppe. Jawohl. Jetzt gehen wir mal noch da hinten hin. Wir haben ja fünf Teile. Wir haben ja linkes Bein, rechtes Bein, linker Arm, rechter Arm und den Kopf. Also muss es in einer Richtung ja noch einen fünften Brunnen geben. Und das könnte ja da hinten sein, weil das der größte Weg ist. Gehen wir doch mal schnell schauen. Und die Fackel können wir auch gleich wieder probieren. Der Fels ist irgendwie unheimlich. Ali, geh mal von mir weg, bitte. Ich will auf das Ding schlagen. Ich will das mal probieren. Das sieht hier wirklich ein bisschen sonderbar aus. Ne, da tut sich natürlich nichts. Hätte mich aber auch irgendwie gewundert. Dieses Gegurgel nervt, ne? So, dann gehen wir mal schnell noch in die Richtung gucken, ob da noch ein Brunnen kommt. Oh ne. Obwohl, eigentlich wäre es ganz angenehm, wenn Aileen jetzt kurz mal da bleiben würde. Da hinten kann ja nichts passieren. Das, okay, da ist der Geist, aber da kann er ja nichts machen. Das ist vielleicht gerade ganz gut, ehrlich gesagt. Ah, Mist, ist hier noch ein Brunnen? Ah ne, wartet mal, Öl. Ja gut, jetzt habe ich die Fackel noch an, aber die geht eh gleich aus. Ah, hier sind halt Geister, ne? Hier kommt auch kein Brunnen mehr. Sollte klar sein. Ich würde aber gerne diese Flüssigkeit. Sie stinkt dermaßen, dass mir schwindelig wird. Mist. Ah, ich kann hier keinen. Ah! Das ist irgendwie nicht das richtige Öl. Ich glaube, mein Medaillon ist gerade zerbrochen. Habe ich hier irgendwo Öl bekommen? Ach nee, mein Medaillon ist noch ganz schwach da. Ist eigentlich gut, wenn es zerbricht, dann habe ich Platz mehr. Nee, hier ist aber nicht das Öl, das ich brauche. So, jetzt geht's wieder los. Aber jetzt haben wir Kopfweh. Egal, jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt kann ich auch den Rest des Weges noch durchchecken. Jetzt ein Brunnen. Ah, hier kann ich es wieder anzünden. Okay. Dann kann hier meinetwegen jetzt auch gerne noch ein Brunnen kommen. Bitte. Gleich im hintersten Eck. Ich werde es mal anzünden. Also man kann das Ganze auch ohne Öl machen. Wie ihr merkt. Das ist gut so. So, gibt es hier einen Brunnen? Bitte, bitte. Yes! Ich kann den rechten Arm sehen.
Untersuchen, ja. Sehr gut, Leute. Dann würde ich sagen, auf, zurück zu Aileen. Wir haben schon 3 von 5 Teilen. 2 Wege sind noch offen. Was? Nö, euch mache ich nicht. Euch mache ich nicht. Sehe ich aber gar nicht ein. Ja, so ein Weg. Scheiß Trigger-Effekte. Nee, nee, das sehe ich jetzt echt nicht ein. Ich muss nie wieder hier hin, von daher. Nee, nee. Außerdem wartet Aileen auf mich. Ich hoffe, die. Da geht's wirklich gut. Ich krieg hier kein Öl, ne? Ich finde das echt schade. Naja. Es geht, wie gesagt, auch ohne. Wir haben nur noch 2 Wege vor uns. Und, ja. Machen wir dann das nächste Mal. Und dann werden wir wohl das nächste Mal auch das Ende dieser Waldwelt kennenlernen. Ich renne hier wieder total blöd rum. Toll. So, auch hier könnte es jetzt wieder neue Gegner geben. Nein, das ist nicht. Aileen, es tut mir leid, dass ich dich allein mit Jasper gelassen habe. Aber ich habe gehört, er tut nichts. So, wie sieht sie aus? Oh. Ich würde gerne mal ihr Gesicht genauer betrachten. Es geht alles noch. Es geht alles noch. Habt mal das schon mal schlimmer gesehen. So, aber jetzt kommst du wieder mit, Aileen. Und jetzt gehen wir auch in unser Loch. Ja, müssen wir erstmal mal zurücklatschen. Hi, Jasper. Immer schön weiterkurbeln. Ah, bin ich froh, dass wir das noch hinbekommen haben. So schwer ist es dann jetzt auch nicht. Wenn wir erstmal Bescheid wissen, wie das funktioniert. Ist eine nette Spielerei mit der Fackel. Mal ein bisschen was anderes. So, und da drüben kommt schon das Wish House. Also können wir uns merken, das nächste Mal dann beim Toluga-See und der Weg unten rechts. Da haben wir noch nichts mit der Fackel erkundet. Und hier haben wir einen wunderschönen Zwischenhalt. Und können ein Päuschen einlegen. Mal schauen, ob meine Wohnung noch ruhig ist. Oder ob es wieder losgeht. In welchem Flug auch immer. Aber die Medaillons sind echt gut. Ich werde mir die jetzt immer reinpfeifen. Ich höre langsam auf, immer so extrem sparsam zu sein. So langsam, aber sicher höre ich auf euch. Nee, ist echt praktisch. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so lange halten gegen die Geister. Von daher ist das echt sinnvoll. Doch, ja. So, ich... Ach, du! Das sieht aber nicht gut aus. Ah, das tut auch weh, das tut auch weh. Ja, 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 ja. Aber das ignorieren wir mal, weil wir müssen da ja eigentlich nicht hin. Das sieht nicht schön aus, nee. So, mal gucken, wie es hier aussieht. Ah, nee, da ist auch alles voll. Diese typischen schwarzen Stellen, wo dann irgendwann Geister rauskommen, wenn man es nicht wegmacht. Ah, oh, sieht übel aus. Gucken, ob sich noch was verändert hat. Aber es war ja klar, ne? Die Wohnung spukfrei zu lassen, das ist echt nicht einfach so. Ich guck mal, ob ich problemlos zum Speicherpunkt komme. Müsste eigentlich gehen. Ja. Kann ja von hier aus schon speichern. Nun gut, dann geht's das nächste Mal weiter, wenn wir die Waldwelt höchstwahrscheinlich abschließen. Wenn es hier wieder heißt Let's Play Silent Hill 4 The Room. Bis denne.